Starten wir mit der Abendroutine. Dazu brauchen wir unseren 4-in-1 Reiniger und die Ultraschallbürste. Das Gesicht leicht anfeuchten, eine erbsengroße Menge 4-in-1 Reiniger im Gesicht verteilen. Bei manchen schäumt es auf, bei manchen auch nicht, bei mir nicht so sehr. Die Augenpartie dabei aussparen. Die Reinigungsbürste ein wenig vornässen und dann in kreisenden Bewegungen den ganzen Dreck aus den Poren rausholen. Die Bürste reinigt Poren tief und bis zu viermal mehr, als wenn man das von Hand machen würde. Das ist ähnlich wie bei einer Zahnbürste. Wenn man von der Hand die Zähne putzt, dann ist es auch nicht so sauber wie mit einer Ultraschallbürste. Die Mary Kay Ultraschallbürste hat 200 Schwingungen pro Sekunde und geht ganz genau nach 60 Sekunden von alleine aus, damit wir die Haut nicht überstrapazieren. Ich zelebriere das Ganze nach so einem stressigen Arbeitsalltag und so viel Dreck kommt da runter. Wir waschen das Gesicht einmal mit klarem Wasser ab, befreien es von den Resten, tupfen unser Gesicht trocken. Dann kommt das feuchtigkeitsspendende Gesichtswasser zum Einsatz, wie bei Kevin allein zu Hause. Einmal ins Gesicht klatschen. Das Gesicht wird gut durchblutet und es schnuppert unglaublich toll, dank der schönen Inhaltsstoffe. Wir verteilen die Augencreme. Einmal bitte auf dem Ringfinger drauf tun und dann in klopfenden Bewegungen von außen nach innen und gerne auch unter die Augenbraue anbringen. Nicht zu dicht ins Auge, nicht, dass es tränt. Dann kommt die Nachtcreme zum Einsatz. Den richtigen Finger wählen. Und gut verteilen, auch die Augenpartie hier wieder aussparen. Und dann sind wir fertig fürs Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht.